Herzlich willkommen zu Bahnsinn, unserem VGF-Podcast. Heute führt uns unser Weg hinter die Kulissen auf die Schienen Frankfurts. Eigentlich sollte man es tunlichst unterlassen, bei Podcast-Aufnahmen irgendwas rundherum anzufassen, weil das immer ganz schrecklich klingt. Heute muss ich trotzdem machen, ich brauche nämlich einen kleinen Trommelwirbel. Denn wir begrüßen die Straßenbahn-Europameisterin 2018. Hallo Andrea. Hallo Carola. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, was zum Teufel ist eine Straßenbahn-Europameisterin? Kurz zum Hintergrund, bevor du uns ein bisschen davon berichtest. Es gibt tatsächlich schon seit einer geraumen Zeit eine Tram-EM. Da finden sich Teams aus Europa. Es ist eine deutsche Produktion, deswegen sind auch immer relativ viele deutsche Teams dabei, aber auch aus dem Ausland. Die finden sich zusammen, treten gegeneinander an in verschiedenen Disziplinen, von denen wir gleich hoffentlich noch was hören werden. Und unser Team hat 2018 den zweiten Platz mit nach Hause gebracht. Andrea war als 50% dieses Teams die allerbeste bei den Frauen, hat also den ersten Platz gemacht und... Das muss man jetzt nochmal explizit erwähnen. Andrea war die allerbeste. Die Andrea war nämlich sogar besser als der beste Mann. Und wir waren hier sehr, sehr stolz. Man sieht es, glaube ich, auf der einen oder anderen Bahn draußen noch. Da fällt noch so ein Pokalaufkleber rum. Wir haben uns, wie gesagt, sehr gefreut. Andrea, erzähl doch mal, wie war es überhaupt, hier erstmal im Vorentscheid zu gewinnen, dann dorthin zu fahren? Wie ist die Stimmung dort und was sind die Disziplinen, denen man da antreten muss, um dann am Ende des Tages Europameisterin zu sein? Ja, und zwar hatte mich ein Arbeitskollege, der Jens, gefragt gehabt. Wir hatten schon 2017 beim Vorentscheid mitgemacht, um einfach mal uns das anzugucken und eigentlich mehr an Spaß, an der Freude. Weil ja, so als Wettkampf haben wir es jetzt gar nicht so gesehen, weil wir selber nicht wussten, was so auf uns zukommt. Diesbezüglich ja, hatten wir dann leider 2017 noch nicht die Chance gehabt, haben uns dann aber im nächsten Jahr 2018 nochmal angemeldet als Team, auch wieder nur an Spaß an der Freude. Es waren halt auch viele andere Kollegen dabei. Ja, und da hat es geklappt gehabt. Bei dem Vorentscheid war es dann so gewesen, wir hatten U-Bahnen, diesmal keine Straßenbahnen, da 2018 das Ganze in Stuttgart stattgefunden hat und die haben keine Straßenbahnen in dem Sinne. Und da haben wir das Ganze dann mit der U-Bahn durchgeführt. Disziplinen waren erstmal auf jeden Fall die Schnelligkeit, also das Ganze wurde zeitlich gestoppt. Mhm. Die erste Disziplin war jetzt zum Beispiel mit der zweiten Tür an einem Hindernis zu stoppen, beziehungsweise nicht unbedingt Hindernis, sondern eher ein Brett mit Punkten. Und aber wir durften nicht in den Spiegel gucken, wo dann die zweite Tür dann letztendlich dann drauf gestanden hat, beziehungsweise beim Öffnen dann die Punktezahl herausgefunden wurde. Dann gab es eine Sache, genau, da wurde der Tempomat abgeklebt, die kmh-Zahl und wir mussten so weit beschleunigen, hochbeschleunigen, dass wir ungefähr auf 20 kmh waren, ohne zu wissen, ob wie schnell wir waren. Ist, ja. Genau, ja. Richtig. Dann auf jeden Fall eine Punktlandung, das heißt, man hat den Befehlsgeber nach vorne getan und musste dann auch an einem Brett... Ganz kurz, Andrea, sag doch mal kurz, was ist ein Befehlsgeber für all die Leute, die noch ein Befehlsgeber waren? Ja, wir haben ja kein Lenkrad, wir sind ja schienengebunden, deswegen haben wir einen Befehlsgeber, den sagen wir, okay, nach vorne fährt sie und wenn man zurück, also es ist wie ein Joystick, wenn man den nach vorne macht, dann beschleunigt man und wenn man nach hinten zieht, dann bremst man, ganz genau. Yes. Und auf jeden Fall mussten wir dann beschleunigen und auf eine gewisse kmh-Zahl kommen, wie gesagt, das Ganze dann wieder ins Bremsen gehen, dabei den Befehlsgeber loslassen und je nachdem, wie wo wir gestoppt sind, hat es dann auch wieder Punkte gegeben. Dann gab es noch Wasser, das man vorne drauf hatte auf der Bahn, das
musste man so gut machen, dass halt so wenig Wasser wie möglich aus diesem Messbecher rausschwappt. Das war auch sehr, sehr lustig gewesen. Ja, das sind so ein paar Disziplinen für einen Voreinscheid gewesen. Und ja, da haben wir uns qualifiziert und deswegen durften wir dann auch nach Stuttgart. Sehr cool. Und haben euch dann diese Disziplinen geholfen dort? War das ähnlich bei dem Wettbewerb, ähnliche Disziplinen oder waren das dann nochmal ganz andere? Wir wurden gut vorbereitet, auf jeden Fall. Also es waren auf jeden Fall der Wassertank, also der Messbecher war dabei, dann das mit der kmh-Zahl war auch dabei. Letztendlich dann zwei Disziplinen, genau, die neu waren. In der Kurve mussten wir ein, ja, wie nennt man das denn, wie so eine Art Distanzbrett mussten wir so justieren, sodass die Bahn noch daran vorbeikommt. Mhm. Es aber nicht treffen darf. Mhm. Also habe jetzt entweder er oder ich haben dann dieses Stück Holz genommen, haben es so justiert, dass die Bahn dran vorbeifahren konnte, ohne dass ja sie getroffen wurde. Und die Distanz zwischen dem Brett und der Bahn wurde dann gemessen. Mhm. Und dann hat man auch diverse Punktzahlen erreichen können. Also wer möglichst nah dran war, ohne dass das dann berührt wurde, der war am besten. Ganz genau, ganz genau. Das war dir dann natürlich. Der Schluss, den fand ich richtig toll. Das war Bowlen oder Kegeln, wie man es nennen mag. Und zwar hat man auf eine gewisse kmh-Zahl beschleunigt. Und vorne waren dann ja Kegel aufgestellt, ganz riesengroße aus ja Luft natürlich und ein riesengroßer Ball, den man ja angestummt hat sozusagen. Mit der Bahn dann? Mit der Bahn, ja. Richtig. Und je nachdem, wie viele Kegel umgefallen sind, gab es dann auch nochmal Punkte. Das war so das Highlight. Cool. Und wie war die Stimmung da so vor Ort? Waren da viele Zuschauer? Es waren extrem viele Zuschauer, hätte ich nicht erwartet. Es war auch super Wetter. Wir hatten echt viel Glück gehabt. Von daher, also selbst aus Frankfurt kamen welche extra an und haben uns unterstützt. Genau, also das war wirklich, also die Stimmung war super. Auch bei den anderen Tram-Teilnehmern, EM-Teilnehmern, war spitzenmäßig. Sehr schön. Und sag mal, das sind ja jetzt Disziplinen, die mit dem Alltag nicht viel zu tun haben, die ihr hier so erlebt. Ihr habt euch gut vorbereitet. Gehört auch bestimmt eine Portion Glück dazu, dass man am Ende so gut da rausgeht, aber auch wirklich Können und ein gutes Gefühl für das Fahrzeug. Das hat man ja eben schon gehört, was da alles ne, so erforderlich ist. Wie wird man so gut oder wie lange bist du hier schon dabei, dass du einfach, ja, wie gesagt, so ein Gefühl für das Fahrzeug entwickeln konntest und so ein Gespür für solche Disziplinen? Also angefangen habe ich hier Anfang 2014. Ja, das war auch ein purer Zufall, muss ich dazu sagen. Da kommen wir aber später nochmal drauf zurück. Und ja, das Gespür, ja, schwierig zu erklären. Also klar, dass man an einen Gegenstand dranfährt, das macht man ja, also man versucht es ja schon irgendwo zu vermeiden. Das war schon ein bisschen ja außergewöhnlich. Aber ja, die Bahnen sind auch nicht alle gleich. Mhm, ja. Jede Bahn ist unterschiedlich beim Beschleunigen, beim Bremsen. Aber wir hatten ja Gott sei Dank auch noch mal ein paar Tage vorher, wo wir üben konnten. Dort vor Ort dann, ne? Durftet ihr auch? Oder, genau. Ach so, erstmal hier, glaube ich. Genau, noch. Hier haben wir auch noch ein paar Tage zusätzlich bekommen, um ja da erst richtig das Gespür zu bekommen, wie muss ich was einleiten. Und dort haben wir Gott sei Dank auch noch mal die Chance bekommen, eine Bahn von denen zu bekommen, um sind da in der Stadt rumgefahren, um einfach bei denen das Gefühl von der Bahn zu bekommen. Ja. Wahnsinn. Und dann erzähl uns doch mal von dem Zufall, der dich hier zur VGF geführt hat. Ja, und zwar war ich vorher, ich habe Maler-Lackiererin gelernt, habe aber nicht nur ja diverse Malarbeiten gemacht, sondern ich durfte auch mauern, ich durfte Fliesen verlegen. Wow. Da bist du auch bestimmt sehr beliebt im Freundeskreis, oder? Ja, aber tatsächlich mache ich nichts mehr. Okay. Dadurch, dass ich dann leider arbeitsunfähig geschrieben worden bin,
durch mein Hobby, was ich jetzt auch nicht mehr mache, das war Fußball 12 Jahre lang und dementsprechend habe ich mir leider das hintere Kreuzband gerissen und dann war's das. Ja, und da ich ja auch, ja, Baustellen gibt's ja auch große Fahrzeuge und gern gebaggert habe oder mit dem Manitou rumgefahren oder... Was ist ein Manitou? Ein Manitou, das ist auch ja ein Baustellenfahrzeug mit vier Rädern und also ja... Auf jeden Fall habe ich da ja Rohre verlegt, alles mögliche. Ich habe es wirklich gern gemacht. Ja. So, und dann konnte ich dieses nicht mehr ausüben. Und ich sage, gut, Baustelle macht mir schon Spaß. Gut, dann überlege ich mir einfach, meinen LKW-Führerschein zu machen. Weil ich fahre auch unglaublich gerne Sachen. Ich habe auch einen Motorradführerschein, habe einen Gabelstaplerführerschein. Also ja, alles, was so Räder hat, macht mir doch schon sehr viel Spaß. Ja, auch nicht typisch mädchenhaft, auch baustellenmäßig. Aber das war mir egal. Und da hatte ich dann angefragt gehabt, wie es denn ausschaut, weil ich ja dann auch noch leider arbeitslos geworden bin, logischerweise. Aber die haben mich leider in meiner Zuversicht nicht unterstützt, da jetzt anderweitig wieder klarzukommen. Da habe ich gesagt, okay, wenn ihr das nicht macht, dann gucke ich einfach selber, was ich machen kann. Und durch einen puren Zufall, der Bettungfahrer von uns, mit dem hatte ich darüber geredet, wegen LKW-Führerschein. Und er hat gemeint, meine Freundin, die arbeitet bei der VGF, wenn du unbedingt gerne was fahren möchtest, wie sieht's denn aus? Die fährt Straßenbahn, die suchen Leute. Ich so, oh, super, hab mich dann mit ihr kurz geschlossen, hab eine Bewerbung geschrieben und dann bin ich da. Super. Und sag mal, wenn du jetzt sagst, dich interessieren auch so große Fahrzeuge, wie ist das, wir nehmen ein bisschen im Voraus aus, vielleicht ist er schon da, ein neues Fahrzeug, den T-Wagen. Wie ist das, jetzt was, worauf du dich richtig freust oder denkst du, naja, da sehen die Knöpfchen ein bisschen anders aus, mir eigentlich egal, wie ist das so für dich, wenn du quasi für dich wie ein neues Büro bekommst, ne? Du bist ja den ganzen Tag unterwegs in diesem Fahrzeug dann. Sehr interessant, ich weiß ja, ich habe ja auch den P-Wagen, also wir sagen, also wir gehen die Buchstaben ja durch, genau. So wie man es jetzt mitbekommen hat. Also ich habe den P-Wagenschein, dann kommt ja der R- und S-Wagen, nach S kommt dann natürlich T. Diesbezüglich bin ich wirklich sehr interessiert daran, weil die heutige Technik geht ja schon ziemlich weit. Ja, ja. Und wenn ich mir den P-Wagen zum S-Wagen schon angucke, das ist enorm. Also für den Fahrer auf jeden Fall viel, viel angenehmer gemacht, komfortabler. Und da bin ich mal gespannt. Also ich selber habe ihn noch nicht gesehen, ich habe auch noch nicht reingucken können, aber ich bin positive Dinge. Cool, da sind wir alle, glaube ich, sehr gespannt auf das Schätzchen. Gibt es auch für dich so eine Lieblingsstrecke, auf der du hier in Frankfurt unterwegs bist? Also ich muss sagen, die Linie 11, das ist so weitgehend die längste Linie auf der Straßenbahn, da hat man wirklich... Alles. Finde ich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, da geht auch, wenn ich ehrlich bin, die Zeit auch relativ schnell vorbei. Was ich noch mag, ist auf der A-Strecke die U-Bahn-Linie 9, weil das halt auch so schön ist mit der Landschaft. Jetzt auch zum Frühling hin oder auch im Winter. Es ist wirklich spektakulär. Wie enorm die Natur da eingreift, beziehungsweise wie schön das sein kann. Ja. Und auch wahrscheinlich ein krasser Kontrast, ne, wenn man hier so aus der Stadt rausfährt. Auf jeden Fall. Quasi aufs Land raus. Richtig. Und ich bin ja auch so ein kleines Landkind. Ich komme ja hier ursprünglich nicht her. Und da ich ja auf dem Bau war und das war im Odenwald, hatte ich es dann doch schon ganz schön lange bis hierher. Und bin 5 Jahre lang hin und her gependelt. Ich habe dann gesehen gehabt, oh, das macht mir so viel Spaß, aber es schluckt so viel Freizeit. Und da habe ich mir dann gedacht gehabt, ja, okay, die macht Spaß, komm, guckst du einfach mal. Und jetzt bin ich hier in die Nähe gezogen und das war das Beste, was ich machen konnte. Wunderbar. Definitiv. Aber der Liebe wegen bist du trotzdem immer noch viel unterwegs, ne? Das ist auch korrekt, richtig. Ich habe auch erst vor kurzem geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. War auch sehr...
ja, was heißt spontan auch, denjenigen, wo ich jetzt habe als Freund beziehungsweise Mann, das war auch purer Zufall, sollte wohl so sein. Nee, ich bin überglücklich. Klar, man muss dann dazu sehen, das ist ein bisschen schwierig, weil man nicht jedes Wochenende frei hat. Mhm. Aber wir machen das Beste draus und ja. Er wohnt ja ein bisschen weiter weg, ne? Das ist richtig, er wohnt zwischen Koblenz und Bonn. Ja. Und er akzeptiert aber total, was ich mache. Mhm. Und hat auch gesagt gehabt, ich würde dir niemals sagen, komm zu mir hoch, ja, weil ich weiß, wie du zu deiner Arbeit stehst. Und nee, wir arrangieren uns da wirklich. Entweder kommt er mal zu mir runter oder ich fahre zu ihm hoch. Alles wunderbar. Und ist er auch schon mal mit dir gefahren hier irgendwo? Nein, leider noch nicht. Leider noch nicht. Das ist dann nochmal ein Ziel, das zu erreichen. Ja, richtig, richtig. Du, Andrea, ich habe dich nicht so ganz uneigennützig eingeladen, denn immer, wenn wir zwei uns begegnen, hast du wahnsinnig gute Laune und bist super gut drauf. Und das ist ja für mich ein Rätsel, wie das funktioniert, auch wenn du morgens irre früh aufgestanden bist, weil du, ich glaube, sehr regelmäßig auch sehr frühe Dienste hier fährst. Wie machst du das? Ja, das weiß ich selber nicht. Ich glaube, A, bin ich ein sehr positiver Mensch. Ich lache gerne und stecke auch gerne an. Absolut. Von daher, und mir macht mein Job halt auch unheimlich viel Spaß, sage ich auch wirklich jedem. Ich habe ein 6 am Lotto, ja, definitiv, genau meins. Es macht einfach Spaß, weil ich weiß, es macht mir Spaß, auch wenn ich jetzt so oft Spaß gesagt habe. Aber ich stehe gerne auf da dafür. Ich bin sowieso ein Morgenmensch und steck, wie gesagt, gerne die Leute an. Einfach, das Leben ist ernst genug. Ja. Ich verbreite gerne Freude. Das ist schön. Schön, solche Kolleginnen zu haben. Das macht Spaß. Andrea, man kann, glaube ich, auch sagen, du bist ein bisschen Gesicht der VGF. Ne? Du hast damals für uns den Pokal geholt. Du bist jetzt hier im Podcast. Und wir durften dich auch schon ein paar Mal vor die Kamera stellen. Du hast, man sieht dich, glaube ich, zurzeit aktuell sogar auf unserer Website mit einer Maske auf, passend zur Pandemie. Und wir haben dich auch zuletzt geshootet für unsere Rekrutierungskampagne. Da hingen ja eine ganze Weile Plakate draußen. Wie war das Shooting? Wie war es, sich da draußen zu sehen? Und wie viele Leute haben dich angesprochen auf die Plakate, die da in den Stationen hingen? Tatsächlich hänge ich immer noch. Stimmt, ja. Ich habe mich irgendwo schon gesehen. Leider sind sie halt nur im Untergrund zu sehen, was aber nichts macht. Nur ich konnte halt leider mein Foto nicht selber fotografieren. Yeah. Das Shooting war sehr interessant. Die Leute da waren super lieb. Ja. Das ist VGF, finde ich, allgemein wie so eine kleine Familie. Ja, ja. Man fühlt sich geborgen, gleich aufgehoben und was möchtest du machen, magst was trinken? Also man hat sich da wirklich pudelwohl gefühlt. Nur merkwürdig, wenn man halt dann wirklich vor der Kamera steht, jemand an dir rumzuppelt und das Haar und da ist noch irgendwas, was wir machen müssen. Und letztendlich waren dann 10 Leute vor mir gestanden und dann muss man automatisch lachen, grinsen. Mhm. Gut, hatte ich ja jetzt nicht unbedingt das Problem, aber es war schon merkwürdig, wenn man so viele Augen auf einen gerichtet sind. Ja, ja. Aber war echt eine Erfahrung wert. Schminken tue ich mich ja eher doch selten und es war echt mal schön zu sehen, dass man auch mit Schminke irgendwie, dass man da was rausholen kann. Von daher doch war echt sehr interessant, war auch total schön anzusehen. Ja, das ist echt ein schönes Ergebnis. Ja, also das fand ich auch. Auch die Kollegen, hast du schon gesehen, du bist in der U-Bahn? Und ich so, nee, habe ich mir noch nicht gesehen, da ich eher oben auf der Straßenbahn unterwegs bin. Ich sag, gut, sagt mir doch mal, wo ich hänge, dann würde ich das auch gern mal sehen. Und tatsächlich, wo ich dann mal dran vorbeigefahren bin, ich so, da hänge ich das ja. Bin ich. Genau, und selbst meine Freunde aus dem Odenwald, den hatte ich dann auch mal ein Bild geschickt und die waren auch super stolz, auch mit der Tram-EM 2018. Da haben sie auch gesagt, die sind voll stolz und total, also wirklich total schön. Von daher, ja, doch. Eine gute Erfahrung. War cool, ja. Sehr schön. Andrea, die Zeit vergeht hier wie im Flug. Ich habe aber noch 2 letzte Fragen. Eine, die wahrscheinlich den einen oder die andere ganz allgemein mal interessiert und die andere bezieht sich dann wieder auf dich. Zum einen, warum fahren so viele FahrerInnen mit Handschuhen und warum sind deine rosa?
Also ich denke mal auch ein bisschen aus hygienischen Gründen. Viele sind dabei und machen selber ihren Display sauber, weil man muss schon sagen, die Straßenbahn, die Fahrerkabinen, die werden ja doch schon sehr oft genutzt und auch von verschiedenen. Und einfach aus hygienischen Gründen. Ich habe das am Anfang auch gemacht, aber das hat mir dann auch zu viel Zeit genommen. Ja. Und ich habe mir dann gedacht gehabt, okay, ich ziehe einfach mal Handschuhe an. Ja. So, das war auch sehr lustig. Das habe ich aus einem Discounter mir geholt gehabt. Und die hatten halt keine weißen Handschuhe, Baumwollhandschuhe, und die hatten halt nur rosane. Und ich sage, okay, ich bin eigentlich nicht unbedingt der Typ, der rosa trägt, aber komm, ich mach mal einen Eyecatcher. Und seitdem ja, trage ich diese rosa Handschuhe und es ist tatsächlich mein Markenzeichen geworden. Ja. Also wer da draußen mal eine Fahrerin mit rosa Handschuhen sieht, vermutlich ist es Andrea. Genau, dann richtig. Dann freundlich winken und grüßen. Genau. Andrea, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die gute Laune, die du mitgebracht hast. Vielen Gerne. Dank für die Geschichten, die du mitgebracht hast. Gerne. Und die Einblicke, die du hier gewährt hast. Wir danken allen ZuhörerInnen, die wieder dabei waren, freuen uns aufs nächste Mal und abonniert uns gerne oder abonnieren Sie uns gerne. Wir machen weiter.